Ja, hallo. Heute wieder noch mal ein deutsches Video, die deutsche Übersetzung der Schrimpfliege, die ich schon in Englisch eingestellt habe. Wie ich ja schon sagte, werde ich jetzt auf diesem Kanal auch alle Videos in Deutsch posten. Ja, um euch die Chance zu geben, auch in eurer Muttersprache vielleicht das ein oder andere Video anzuschauen. Ich werde heute eine Schrimpfliege binden. Die ist, finde ich, unheimlich schön. Die spielt gut. Ja, man mag es oder man mag es nicht, aber Schrimpfliegen sind oder Garnelenfliegen sind einer meiner wichtigsten Fliegen für die Meerforellenfischerei. Ich habe eigentlich immer zwei Sorten oder eigentlich drei Sorten von Fliegen. Das sind die ganzen Streamer, die Sandaale, Tobis imitieren. Ich habe dann Schrimpfliegen in jeglicher Variation und Farbe und Größe und ansonsten natürlich die guten alten Tankläufer, die man immer mal wieder braucht. Aber heute wollen wir diese schöne Schrimpfliege binden. Seid variabel in den Farben, die ihr benutzt. Ihr könnt eigentlich alles machen. Ja, Hauptsache ist, die Fliege fängt und fischt am Ende. Was ich als Bindefarben benutze, ist dieser Vivis in der Farbe 10 und das ist E12 Größe 8-0. Für die Rippung nehme ich irgendwie Monofil in 0,16 mm. Für den Rücken der Schrimpfliege nehme ich dieses Scatback in Pearl. Der Farbcode ist 19, falls ihr das genau wissen wollt. Und außerdem binde ich auf dem Rücken einen etwas längeren Schwanz ein, hier mit diesem schönen Angel Silk in der Farbe Shrimp. Es gibt auch die Farbe Tan, die eignen sich auch sehr gut für die Fliege. Aber wie gesagt, seid variabel, macht, was euch Spaß macht und ja, bindet schöne Fliegen. Ich habe hier so Tungsten-Streifen, die sind sehr gut, um die Fliege zu beschweren. Als Augen benutze ich diese wunderschönen Easy Shrimp Eyes. Ich meine, die kommen aus Dänemark. Vielen Dank, dass ihr die entwickelt habt. Die sind super. In der Farbe Orange. So, für den Körper benutze ich das Polardub in Farbe 10. Was ich daran ganz gerne mag, ist, dass das längere Grannen hat, die man wunderschön auch als Schwanz einbinden kann. Und wenn man die ausbürstet, dann geben sie ja eigentlich so ganz schöne Beinchen, Fühler, was immer man haben möchte. Sie sind ein bisschen länger, sehr gut geeignet. Und hinten für den Endpunkt, da mache ich immer so ganz gerne mal einen orangenen oder wie hier so einen pinkfarbenen Bisspunkt rein. Das ist Wool Head Dubbing in Coral Pink, aber wie gesagt, nehmt was immer ihr wollt, STF Dubbing oder was auch immer ihr habt. Als Haken nehme ich diesen Arix NS 150 in der Größe 6. Und dann hinten im Schwanz nehme ich auch mal ganz gerne noch zwei Fibern, zwei Grannen von diesem Crystal Flash, in dem Fall Purple. Gibt es auch in 10, UV 10, was auch immer. Nehmt, was euch gefällt. Wichtig ist, dass die Fliege nachher sauber gebunden ist, damit sie gut fischt. Ein kleiner Tipp dazu: Sollte die Fliege sich im Wasser drehen, guckt, dass ihr die Grannen, die unten rausgucken, noch ein klein bisschen einstutzt, damit die Fliege sich dann nicht mehr dreht. Und ansonsten ist es eigentlich eine wunderbare Fliege, die unheimlich gut fischt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Binden. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, gebt einen Kommentar ab. Gerne auch in Deutsch. Ich antworte auch. Ihr könnt natürlich auch mich abonnieren, wenn ihr mögt. Ich freue mich. Bis denn. Viel Spaß beim Schauen. Ciao. Ja, jetzt müsst ihr nur noch euren Haken in den Bindestock einspannen. Der sollte möglichst fest drin sitzen. Dann macht ihr eine Grundwicklung. Die sollte möglichst fest sein, damit sich nachher die Fliege nicht auf dem Haken drehen kann. Ja, dann nehme ich was von diesem pinken Dubbing, um am Ende der Fliege so einen kleinen Bisspunkt einzubinden. Ich nehme immer bei jeder Schrimpfliege eigentlich zwei von diesen strengen Crystal Flash. Binde das so ein bisschen seitlich ein. Das, ja, weiß ich nicht, für die Fühler der Garnele. Jetzt mache ich mit dem Polardub in der Farbe 10 einen weiteren
Dubbing-Knoten hinten. Der ist jetzt dazu da, um die Augen sozusagen gleich zu fixieren und so ein bisschen abspreizen zu lassen. Diese Easy Shrimp Eyes sind sehr schön. Vorher habe ich aber noch mal so ein paar Fibern von dem Dubbing-Material eingebunden, so als kleinen Schwanz. Ja, diese Augen lassen sich sehr, sehr einfach einbinden. Sieh zu, dass sie möglichst gleich sitzen und nicht irgendwie schräg hinten rausgucken, weil dann dreht sich die Fliege. Ja, dann nehme ich welche von diesen Tungsten-Gewichten. Ihr könnt aber auch Bleidraht nehmen oder was auch immer. Ich binde das ganz gerne auf der Unterseite der Fliege ein, damit die wirklich dann auch sauber läuft und sich nicht im Wasser dreht, weil das finde ich immer ziemlich blöd. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Einfluss auf die Fängigkeit hat, aber ich finde es einfach schöner, wenn die Fliege so läuft, wie sie laufen soll, nämlich ohne Drehung. Ja, dann binde ich ein bisschen monophile Schnur ein, in dem Fall eine 16er. Ich doppel die einmal, damit die wirklich richtig fest drauf sitzt nachher, wenn ich die Rippung mache. Ja, ich korrigiere die Augen immer noch mal so ein bisschen. Ja, das ist einfach nur, dass die nachher wirklich richtig auch drin sitzen. Ihr könnt die Farbe der Fliege variieren. Ich mag dieses Tan natürlich Aussehen der Fliegen ganz gerne. Jetzt ja, wickel ich Dubbing auf den Hakenschenkel. Ich nehme relativ viel. Wichtig ist, dass die Fliege nachher vorne konisch ausläuft zum Hakenöhr. Ich bürste das dann aus, um sozusagen die Beine und ja, die Fluffigkeit der Fliege so ein bisschen herzustellen. Ihr seht also jetzt, dass das so ein bisschen konisch wird. Das ist relativ wichtig, denn ihr wollt ja möglichst die Form einer Garnele imitieren. Ja, jetzt nehme ich von diesem Angel Silk in der Farbe Shrimp so ein, ja, kleines bisschen. Damit mache ich dann den Rücken der Fliege. Und oben drüber gebe ich so ein bisschen Flash Material, das ist dieses Gutback. Ich binde das immer vorne ein bisschen länger ein, damit man das nachher gut festhalten kann und sauber abschneiden kann. Sonst habt ihr einzelne Fibern ins Öhr stehen. Das finde ich immer unschön. Jetzt zieht ihr das nach hinten, haltet das gut fest und dann rippt ihr die Fliege mit dem Monofilen. Man kann das Ganze nachher auch noch mit UV oder dem Lack fixieren. In diesem Fall mache ich das nicht. Ja, können 4, 5 Rippungen vorne. Jetzt drehe ich das so ein bisschen auf hier, damit das auch wirklich festhält, das Monofile. Ja, und dann bin ich eigentlich schon fertig, um den Kopfknoten zu machen. Hinten schneide ich das ein bisschen kürzer, so dass es das ungefähr auf der Hälfte der Augen ist. Das franzt dann auch aus, wenn man die Fliege fischt. Gibt immer noch mal so ein bisschen, ja, ein Glitzer-Schimmer für die Fliege. Ja, eigentlich ist die Fliege jetzt fertig. Das Einzige, was wir noch machen, ist den Kopfknoten noch mit Bindelack möglichst dünn fixieren. Dünn, damit das auch wirklich ein bisschen einzieht in den Kopf und der Kopf nachher wirklich fest und sicher ist und nicht aufgeht. Ja, und jetzt habt ihr eine wunderschöne, fängige und gute Fliege, die schön läuft. Wie gesagt, wenn ihr die nachbindet, ihr könnt jegliche Farbe nehmen. Wie gesagt, ich mag diese natürlichen Farben. Ja, habt Spaß, die Fliege nachzubinden und bis zum nächsten Mal. Ciao.